Und ich glaube, wir haben eine richtig gute Truppe zusammen. Leg Roll, wichtig und richtig, Oberschenkel Rückseite. Angenehme Stimmung auf dem Platz, sag ich mal. Es geht zur Sache, aber wir sind bereit. Hab Bock! Was geht ab, meine Freunde? Da sind wir doch wieder. Vorbereitung ist vorbei. Es geht wieder los. Wir starten in die neue Saison mit der ersten Runde SHV-Pokal gegen Kilia Kiel. Vorbereitung war ordentlich. Wir haben Gas gegeben, haben immer gegen höherklassige Gegner gespielt. Hat Bock gemacht und ich glaube, wir haben eine richtig gute Truppe zusammen. Gegen Kilia Kiel erwartet uns, glaube ich, viel Mentalität. Wir spielen auf Kunstrasen, aber auch nichts Neues für uns. Wir haben die Woche auf Kunstrasen trainiert, also sind wir bereit. Wir dribbeln unsere Runde jetzt zu Ende. Es ändert sich doch nichts. Ihr wisst Bescheid und dann geht's nach Hause. Dann gibt's Frühstück. Dann muss ich noch kurz zur Rewe und dann starten wir ganz entspannt in den Tag. Let's go. Bob, der Baumeister, legt wieder Hand an. Jetzt kommen unsere Parkplatzschilder ran. Dann haben wir das auch geritzt. Da gibt es keinen Stress mehr mit dem Parken. Und Freunde, eine Sache haben wir auch noch gemacht. Wir haben die Boxen aufgehängt. Ihr seht es da unten. Ehrliche Arbeit. Kabelkanal. Die Box hängt. Und den natürlich auch. Auch Kabelkanal. Und da hängt noch eine. Ihr seht es. Und die vierte hängt da oben. Gute Arbeit. Ehrliche Arbeit. Und jetzt gibt es erstmal Frühstück. So, jetzt gibt es Frühstück. Lecker Schmecker. Obst, Melone, Mango und natürlich das Wichtigste, eine Hülse. Denn ohne Hülse kein Moin. Schmecken lassen, ackern, dann machen wir noch eine kurze Aktivierung und dann geht's weiter. Arbeit soweit durch, jetzt halbe Stunde radeln, knackige halbe Stunde und dann gehen wir noch auf die Rolle. Leg Roll, wichtig und richtig, Oberschenkel Rückseite und dann sind wir bereit. So Freunde, auf geht's, Hüftbeuge aufdehnen, wichtig, wir spielen auf Kunstrasen. Dreimal Movement Prep. Langt schon, nur kurz und knackig aktivieren. Andere Seite und wir drehen dreimal auf. But I like it. Und das langt. Oberschenkel Rückseite. Wechsel. Erstmal locker ein Bein drauf, dann das andere überschlagen. Ist intensiver. Und das Wichtigste, wie gesagt, Kunstrasen. Unterer Rücken. Unterer Rücken, Gluteus. Also ein bisschen Arsch, bisschen unterer Rücken. Erstmal Hintern. Dann gehen wir über die Mitte. Auf die andere Seite. Zack. Das mache ich jetzt dreimal. Und dann sind wir durch. Dann geht es langsam nach Hause. Dann gibt's Essen. Und dann geht's schon los. Jetzt ist 14 Uhr. Wir sind soweit durch für heute. Und jetzt geht's nach Hause. Was essen? Fertig machen. Abflug. Freunde, vertraut mir. Jetzt gibt's Essen. Nudeln, Thunfisch. Zeig's euch. Dazu Creme Fien. Wichtig und richtig. 7% Fett. Müsst ihr drauf achten. Dazu Idlin Streukäse. Verändert euer Leben. Gebt euch Juice. Und natürlich Maggi darf nicht fehlen. Ohne Maggi ein Juice. Traum. Schneide ich mir jetzt rein. Und dann geht's ab. So Leute, ab geht's. Wir sind ready. Auf zum Treffpunkt. 16.15 Uhr ist Abfahrt. Und dann geht's in der ersten Runde im Pokal gegen Kilia. Zwei Jungs von uns vom letzten Jahr sind dorthin gewechselt. Also ich glaube, die werden sehr motiviert sein. Ist sowieso Kiel-Flensburg immer eine angenehme Stimmung auf dem Platz, sag ich mal. Es geht zur Sache, aber wir sind bereit. Hab Bock drauf und deswegen sagen wir jetzt Warmo Lanes. Let's go! Ladies and Gentlemen, it's match day. Angolo, Angolo! Warum? We'll be right back.
So Leute, ab nach Hause, 3-1 gewonnen. Leider hat das Mikro nach dem Spiel nicht aufgenommen. Kack drauf, egal. Wichtig, eine Runde weiter, das wollten wir. Tor gemacht. Von daher einfach weitermachen. Immer weiter, immer weiter. Samstag ist schon die zweite Runde und da wollen wir dann natürlich auch gewinnen und dann stehen wir schon im Halbfinale. Aber spielerisch nicht das abgerufen, was wir uns vorgenommen haben. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal dran arbeiten und auch das Spiel aufarbeiten und analysieren. Das machen wir ab Montag und jetzt geht es erstmal nach Hause. So Freunde, nächster Tag, aufgewacht mit Zufriedenheit. Zwar nicht das beste Spiel gemacht, aber im Pokal zählt eine Runde weiter und das haben wir geschafft. Für mich persönlich wichtig, haben wir wieder getroffen nach langer Zeit und den Schwung nehme ich mit. Eigentlich ist jetzt immer Zeit für die Analyse mit diesem Ding, aber meine Mitgliedschaft ist ausgelaufen. Ich wollte das jetzt verlängern und irgendwie mit Kreditkarte kann man dann nur zahlen und das geht nicht, weil amerikanische Firma oder englische Firma, keine Ahnung. Film werde ich mich drum kümmern und das Ding wird zum nächsten Spiel wieder laufen. Und wenn es das letzte ist, was ich tue, oder? Wir schaffen das. Glaube ich auch. Ja, also, ich glaube, wir sind angekommen am Ende des Vlogs. Erste Runde SRV-Pokal gegen Kiel Kiel. Eine Runde weiter, Samstag, zweite Runde gegen Neumünster. Nicht unterschätzen, Pokal ist immer alles möglich, deswegen Woche Vollgas geben. Mittwoch ist noch Testspiel gegen Hansa Rostock U23, sind auch aufgestiegen in die Region Nordost. Wird, denke ich, auch nochmal ein sehr, sehr guter Test. Und dann geht's so langsam los. Also, willst du noch was sagen? Würdet ihr sagen, ihr seid schon langsam warm als Mannschaft? Man hat gemerkt gestern, dass wir nur gegen höherklassige Vereine gespielt haben. Die Abläufe nach vorne haben noch nicht so gepasst. Wir waren auch von der Ordnung her nicht so optimal. Aber das wird. Wir sind am Anfang. Die Saison hat noch nicht angefangen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und ich bin da guter Dinge, dass das richtig, richtig big wird. Haben die Jungs aus Kiel euch durchschaut, weil ein paar ehemalige Mitspieler dorthin gewandert sind? Das kommt natürlich auch noch dazu. Wir haben ja zwei Spieler dahin abgegeben, sage ich jetzt mal. Und die wissen natürlich, wie wir Fußball spielen wollen, kennen unsere Art und Weise. Und dementsprechend hatten die natürlich einen klaren Plan. Und dementsprechend war es für uns etwas schwieriger. Aber wir haben gewonnen und das ist wichtig. Okay, Freunde, dann haben wir das geschafft. Erster Pflichtspielvlog diese Saison. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, macht ein bisschen Support und wir sehen uns nächste Woche wieder in der zweiten Runde. Ciao.